auf ein weiteres Video auf diesem Kanal. Heute gibt es halt keine lustige Unterhaltung, weil es wird ein ernsteres Thema, was wir heute hier auf diesem Kanal behandeln. Man hört ja letzter Zeit vermehrt Spaltungen in der Gesellschaft, was Polizeigewalt bzw. das Gesetz und die normalen Bürger angeht. Und man mag glauben, nach diesen ganzen Geschichten mit George Floyd und so weiter, rest in peace an der Stelle, dass die Polizei sich jetzt vielleicht mehr Mühe gibt, Fehler nicht mehr zu machen. Klingt wie Mäus, Bro, das ist Mäus. So, weil wenn das Volk sensibel reagiert auf ein bestimmtes Thema, ist es rein psychologisch sehr wichtig, auf solche Fälle viel sanfter zu reagieren. Ja, und wir waren ja die letzten Tage in Rostock unterwegs, wurden sehr oft von Polizisten angehalten, zu Unrecht ein bisschen schneller, irgendwie aufgehalten in Polizeistationen, dies, das. Darum geht es aber auch nicht. Wir sind zurückgekommen hier nach NRW und haben halt normal unsere Arbeit weiter verrichtet und so weiter. Und einen von uns ist halt etwas zugestoßen, was wirklich nicht schön ist. Es geht um Maestro, der wird auch selber sich gleich zu Wort melden und euch das alles im Detail erzählen, was er erzählen darf. Wir haben mit unserem Anwalt gesprochen und geredet und ihn ausführlich gefragt, welchen Wortlaut wir verwenden dürfen und was wir von sich preisgeben dürfen, was ihr erfahren dürft. Wir sind euch ja irgendwo schuldig zu erklären und zu erzählen. Nein, generell erstmal ja nicht, ne? Aber ich bin jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt, was das jetzt für eine Story ist. Das Thumbnail lässt auf jeden Fall schon vermuten, dass es da irgendwie einen Schlagstock oder sowas auf dem Kopf gab. Erzählen, was passiert, weil wir wachsen zusammen, wir fallen zusammen, wir erleben gute Sachen zusammen und natürlich auch schlechte Sachen zusammen. Und es ist aber auch schön irgendwo, wenn du Opfer solcher Gewalt wirst, jemand zu sein, der auch eine Reichweite hat. Und Alhamdulillah, an der Stelle haben wir eine sehr große Reichweite und die Wahrheit soll halt auch hier an dieser Stelle ein bisschen ans Licht. So, ich werde jetzt an meinen Bruder Maestro übergeben. Hört euch seine Geschichte an. Am Ende habe ich noch ein paar Worte zu allgemein diesem ganzen Polizeigewalt-Thema zu sagen. Und ja, viel Spaß. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt mit den Besserungswünschen. Mir geht's aber den Umständen entsprechend gut. Ich habe noch mega Kopfschmerzen. Und man sieht auf dem Shirt halt Gesichtsseite. Ich sag euch jetzt auch warum. Ich habe 3 ältere Schwestern. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Obwohl ich der Jüngste bin, bin ich der einzige Junge unter den Kindern meiner Eltern. Aha. Und ich fühle mich dahingehend auch verantwortlich für meine Familie. Klar, für, natürlich. Für meine Schwester und alles drum und dran. Und wenn meine Schwester beleidigt wird oder irgendjemand aus meiner Familie beleidigt wird, dann verstehe ich da in der Hinsicht keinen Spaß. Mhm. Wenn gedroht wird. Absolut nachvollziehbar bis dato. Verstehe ich da auch keinen Spaß. Und genau so ist es passiert. Und ich wollte die Person, die das gemacht hat, einfach darauf ansprechen. Bin zu dieser Person gegangen. Es ist aber nichts passiert. Am Ende des Tages wurde nicht mal mit mir gesprochen. Egal, ich bin ein bisschen ausgerastet, an den Türen geschlagen, ist das Pipapo. Aber es ist weder ein Gegenstand zu Bruch gegangen, noch irgendjemand wurde verletzt oder sonst was. Auf jeden Fall sind aufgrund dessen 4 Beamte gekommen, die am Anfang sehr nett gewesen sind und haben mich gebeten, mit auf die Wache zu kommen deswegen. Und haben mich nach meinem Ausweis gefragt. Der ist im Auto. Und das habe ich dem Beamten noch gesagt, dass es im Auto ist. Und wollte das aus der Mittelkonsole rausholen. Dann sagte ein Beamter so, nee, ich mache das selber. Und ihr müsst euch vorstellen, mein Auto ist leer. Wir waren tagelang auf Reise und ich habe das Auto komplett vorher leer gemacht. Ich habe es vorher folieren lassen, dafür habe ich es auch leer gemacht. Ja, nee, im Auto befindet sich nichts. Einfach mein Portemonnaie und mein Reisepass ist in der Mittelkonsole drin. Er macht die Mittelkonsole auf und ich weiß nicht, was er da gesehen haben möchte. Auf jeden Fall ruft dieser eine Beamte dann, hier ist eine Waffe. Krass. Krass. Aber denkt man sich als Polizist sowas aus halt, ne? Also ich meine, was hast du als Polizist davon, wenn man wahrscheinlich irgendwie, kann mir halt nur vorstellen, dass da irgendwas komisch drin gelegen haben muss, das, was halt so ausgesehen haben könnte, ne? In dem Moment, die Tür stand offen, hat mich von den anderen 3 Beamten, der am nächsten zu mir stand, sofort von hinten gepackt und mit dem Kopf über nach vorne runtergeschleudert auf den Boden, hat meine Arme dabei festgehalten. Ich bin so ein Stück an der Fahrertür vorbei auf den Boden geplatscht. Aber ich habe mir gedacht, okay, chill. Richtig so, genau, weil sollte sich eine Waffe im Auto befinden, klar müssen die da erstmal so agieren. Ist ja auch richtig, dass sie da halt durchgreifen, weil eine Schusswaffe in Deutschland ist ja schon eine krasse Sache. Das ist schon nachvollziehbar. Er hat meine Arme nach hinten genommen. Ich habe mir immer noch gedacht, chill. Er will mir Handschellen anlegen. Ich denke mir,
Wofür? Wozu? Ja, was bringt? Ja. Aber okay. Machst du mit? Klar, weil wenn sie eine Waffe gesehen haben wollen, naja. Von mir ging keine Gefahr aus. Ja. Ich habe mich ja, nicht gewehrt. Ich habe nicht provoziert. Ich habe nichts gemacht. Macht man dann mit. Lehnt er sich nach vorne, hat meine Arme so in dem Griff und mit seinem Bein, mit seinem rechten Fuß, legt er seinen Fuß mit der Sohle auf meine Wirbelsäule und verlagert sein ganzes Gewicht auf meine Wirbelsäule und zieht meine Arme nach hinten. Ach, Digga, so legt man ja keine Handschellen an, wa? Das hätte er nicht tun müssen. Er hat seine Fußsohle auf meinen Rücken gelegt und hat sein ganzes Gewicht verlagert, hat meine Arme nach hinten gezogen. Ja. Und bei Gott, ich bin niemand, der Angst kriegt oder sonst was, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse auf dieser Welt, auch mit George Floyd und alles drum und dran, jemand steigt mit seinem ganzen Körpergewicht auf den Rücken, klar, du kriegst keine voll Luft nachvollziehbar. Mehr. Du kriegst Panik. Ja, safe. Du denkst dir, okay, was wird jetzt passieren? Was nehmen die sich jetzt für ein Recht raus? Was werden die mit dir machen? Besonders in einer Gegend, wo einfach niemand dabei war. Nur diese vier Beamten und ich. Und ich habe mich weggedreht. Zur Seite, mit meiner gesamten Kraft und weggedreht. Ich habe mich weggerollt und bin aufgestanden. Weil ich hatte Angst. Ja, Schockreaktion halt. Nachvollziehbar, ne, wenn man da so hilflos ausgeliefert ist. So, am Ende des Tages weißt du nicht, was passiert. Glaube ich, das ist aber halt der Fehler wahrscheinlich, ne? Passieren wird, wenn du diese Videos in deinem Kopf hast, was in letzter Zeit passiert ist. Und als das passiert ist, hat sofort derjenige, der gesagt hat, hier ist eine Waffe, seinen Gummiknüppel rausgezogen und hat mir zwei heftigste Schläge auf den Oberschenkel verpasst. Zack, zack, zwei Stück. Das ist ja auch die Frage, so. Der hat sich ja weggerollt aus Panik, nachvollziehbar Schmerzmoment eventuell. Dann ist ja das Ding, dass der Polizist ja dann, also solange er nicht aggressiv wird und nicht ausrastet, also der hat ja nichts zu befürchten. Der hat ja einfach nichts zu befürchten. Was macht er in diesem Fall? Ich habe gedacht, er bricht mir meinen Oberschenkel. Ich bin eingesackt, erstmal mit dem Bein natürlich sofort und habe mich nach vorne, aber nach unten gelehnt. So vor Schmerzen. Und in dem Moment, wo ich meinen Hinterkopf entbart habe, schlägt er mir einfach mit dem Gummiknüppel auf den Unterschädel. Also ganz ehrlich, du schlägst ja niemals. Ich glaube, die Beine sind ja mit unter anderem Ziel von so einem Gummiknüppel, aber Kopf, Alter, Kopf, Schläfe, Region, Gesicht ist ja absolut tabu, wenn es darum geht. Das ist ja absolut tabu. Du schlägst ja niemanden auf den Kopf. Wenn du jetzt jemanden da hast, der eventuell tatsächlich das nicht ab kann oder du triffst die falsche Stelle am Kopf, Digga, der könnte tot sein. Er könnte einfach tot sein. Das kann bleibende Schäden alles haben. Mit voller Wucht. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis Menschen, die von der Polizei sind. Du darfst niemandem mit einem Knüppel auf den Schädel schlagen. Wollte ich gerade, ist zu gefährlich. Das kann lebensgefährlich sein. Ja, richtig, ist es. Hinzu kommt, dass ich Brillenträger bin. Ja. Ich sehe sowieso schlecht. Ich habe eine Sehbehinderung. Er schlägt mir einfach auf den Schädel mit diesem Gummiknüppel. Ja, ja. Was hättet ihr gemacht? Ich frage euch jetzt an dieser Stelle, was hättet ihr in diesem Moment gemacht? Ihr habt diese George Floyd-Filme im Hinterkopf. Ich hätte safe geheult einfach. Ihr werdet einfach geschlagen, weil ihr aufgestanden seid. Es gibt keine Waffe. Und das kann ich auch jetzt sagen. Ich habe mit meinem Anwalt geredet, was ich sagen darf und was nicht. Aber es wird weder eine sichergestellt, noch gab es jemals eine. Es gibt einfach keine. Das wäre genauso, als wenn jemand sagen würde, da war ein Zebra. Wahrscheinlich irgendwie dann sich vertan oder halt wirklich reine Boshaftigkeit, was ich aber nicht verstehen kann. Was ich wirklich nicht nachvollziehen könnte dann. Weil er ja auch nicht aggressiv aufgetreten ist, laut Erzählung, ne? Es gab kein Zebra, okay? Es gab es einfach nicht. Und deswegen kann ich das auch offen ansprechen. Und die Schläge, die ich kassiert habe, die sind auch nachweislich. Ihr seht es. Boah, Bro, diese Hämatome, Alter. Ihr habt es gesehen. Was hättet ihr gemacht? Das, was jeder Mensch macht und das, was auch gesetzlich erlaubt ist, sich zu wehren. Ich habe Sterne gesehen. Ja. Wenn du einen Schlag auf den Kopf siehst, ist es dunkel. Du siehst Sterne. In dem Moment nachvollziehbare Reaktion auch auf jeden Fall, also klar. Und ich habe einfach, ich bin nicht auf jemanden losgegangen. Ich habe in dem Moment, wo ich nichts gesehen habe, einfach versucht, die Leute von mir fernzuhalten und habe mit den Armen geschwungen. Okay? Ja. Dass ich damit vielleicht jemanden treffe, kann passieren. Aber auch ein Stück weit nachvollziehbar, solange du halt jetzt keinen zusammengeschlagen hast, ne? Und wenn dadurch jemand Knockout gegangen ist, ich gehe auch nicht in die Nähe von einem Propeller, während er sich dreht. Ich weiß, welche Gefahr davon ausgeht. Wenn ich jemanden mit einem Knüppel auf den Kopf schlage, kann ich nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch sich auf den Boden legen wird und sagen wird, ja, okay, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Am Ende des Tages, ich möchte gar nicht... Das Problem bei der Story halt ist, dass es jetzt seine Sicht und vier Polizisten werden eine andere Sicht haben, weil die sich natürlich gegenseitig decken. Und das ist sehr, sehr schwierig, das zu verifizieren, was beide Seiten jetzt sagen. Und ich befürchte einfach mal, da du halt vier Beamte gegen einen
einen Schuldigen jetzt eventuell hast, sehe ich leider Gottes keine guten Chancen, so leid mir das tut, ne? Also das wird schwierig vor Gericht das Gegenteil zu beweisen. Eingeben, was danach passiert ist, ich hatte einfach Todesangst. Ja, aber das ist nachvollziehbar, ja klar. Ich weiß sogar noch, am Ende, als ich auf dem Boden lag, dass ich gesagt habe, bitte schlagt mich nicht. Weil ich mir gedacht habe, nach dem Schlag auf den Kopf, ich bin also ganz am Ende, wo ich mit Handschellen da lag, hätten sie weiter auf mich eingeschlagen, ich wäre gestorben. Selbst wenn keine, also klar, es wurde keine Waffe sichergestellt, das ist halt das Ding. Da keine Waffe sichergestellt worden ist, ist er auf jeden Fall da schon mal im Recht und sie hätten nicht auf ihn so losgehen sollen. Aber nochmal, die Erzählung, was danach passiert ist, ja, das bleibt halt der Polizei überlassen. Und da sehe ich Schwierigkeiten auf jeden Fall, das irgendwie rechtzustellen. Klar, es gab einen Schlag auf den Hinterkopf und das war nicht richtig und so, aber die Polizisten könnten sich ja theoretisch zusammentun und sagen, ey, es gab zwar keine Waffe, ich habe mich da verguckt, aber der ist plötzlich auf uns losgegangen. Und wenn das 4 Leute gegen einen sagen, dann hast du da keine Chance. Na, das ist leider so, aber komplett ehrenlose Geschichte. Absolut übertrieben wieder und auch wieder hier das Grundproblem, es richtet sich mal wieder gegen jemanden, der nicht aussieht wie ich, kompletter Allmann ist, sondern halt gegen jemanden, der eventuell einer anderen ethnischen Abstammung ist. Und das ist halt immer noch ein Problem. Wir hatten letztens einen riesigen Talk mit Lando, meinem Homie, darüber, der selber schwarz ist. Es gibt diesen Unterschied. Es gibt diesen Unterschied. Und den bemerkt man erst, wenn man selber dabei ist. Das ist leider so. Das ist wirklich... Also ich will jetzt da kein rassistisches Motiv oder sowas unterstellen, aber trotzdem ist Es ist wieder ein Stück weit auffällig, wisst ihr, was ich meine? Aber gut, ich weiß es nicht, Mann. Keine Ahnung, was jetzt da genau passiert ist. Und in dem Moment, ich sag's euch, wie es ist, ich hatte einen Blackout. Ich habe einfach ausgeschaltet und ich habe mich gewehrt. Ja, Bro, bei einem Schlag auf den Kopf, natürlich. Und zum Glück kann ich mich wehren. Auf jeden Fall, nachdem die ganze Geschichte vorbei gewesen ist, wurden Krankenwagen gerufen. Nicht für mich. Für die Polizisten. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich wurde mit einem Gummiknüppel auf den Kopf geschlagen, dass ich... Dies muss nicht die Wahrheit sein, was der Herr dann die Kamera sagt. Voll. Es kann auch sein, dass das alles nicht stimmt so. Aber ich stelle jetzt einfach mal folgende Hypothese in den Raum. Was hat er davon, wenn er diese Geschichte jetzt einer Million Menschen präsentiert und offensichtlich lügt? Wenn das später rauskommt, ist er ja doppelt gefickt. Versteht ihr, was ich meine? Also was würde ihm das bringen? Klicks. Ja, Digga, das hat Mäus nicht nötig, Alter. Eine klaffende Platzwunde hatte und das Blut lief über... Aufmerksamkeit haben Mäus und Maestro definitiv nicht nötig, Digga. Also das ist auf jeden Fall keine Motivation. Aber meinen gesamten Kopf. Und ich wurde, als ich da lag, an den Handschellen hochgezogen. Nicht an den Schultern. Ich lag mit Handschellen und meinem Gesicht auf dem Boden. Ich bin auf den Boden gesackt mit meinem Kiefer. Das tut mir bis jetzt noch weh. Und für mich wird kein Krankenwagen gerufen. Ich wurde an den Handschellen hochgezogen und bei Halbbewusstsein wurde ich zum Polizeiauto geführt. Bodycams sind in NRW Pflicht für die Polizei. Muss ich mal einen Kollegen von mir fragen, ob das stimmt. Wenn das in NRW passiert ist, müsste es dir davon auch theoretisch Aufnahmen geben, ne? Ich wurde transportiert zur Wache mit diesem Polizeifahrzeug und 4 Stunden lang in dieser... Ja, Picasso, ich weiß, das ist eine Annahme, keine Unterstellung, ist schon klar. In diesem Gewahrsam, in dieser Zelle gelassen. 4 Stunden lang. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe Kopfschmerzen, ich blute sehr stark. Könnt ihr mir irgendwas geben? Kein Arzt, kein Krankenwagen, kein nichts. Ja, das ist halt nicht in Ordnung. Das ist halt überhaupt nicht in Ordnung. Als ich 1000 Mal gesagt habe, dass ich komplett möchte, vorbei, wirklich, geht gar nicht. Haben sie mich gelassen und ich habe allem angerufen. Und erst daraufhin kam ein bisschen Beschleunigung in die ganze Geschichte. Das Papierkram wurde erledigt. Danke für deinen Sub, Bro. Kuss. Dankeschön. Und dann haben sie mich einfach so, wie ich bin, gehen lassen. Ich wurde bis jetzt von denen nicht körperlich untersucht. Kann ja nicht sein, dass kein Arzt da ist, nichts. Das ist ja nicht in Ordnung. Und ich hab einen Schädel. Wenn du einen Schlag auf den Hinterkopf hast und Schädelhirntrauma, wie er gerade sagt, Digga, dass die Polizei einfach sagt, yo, ist in Ordnung. Also Hirntrauma und ich habe mich gegen ärztlichen Rat selber wieder rausbegeben, weil ich das euch erzählen wollte hier. Und als mein Vater davon erfahren hat und angerufen hat bei dieser Wache, wurde ihm gesagt, dass ich selbst verzichtet hätte auf ärztliche Hilfe und dass ich auf eigenen Wunsch so entlassen worden bin. Bullshit. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich werde mich nicht entschuldigen für das, was ich getan habe. Und ich muss es auch nicht. Und jeder, der irgendwie zu Schaden gekommen ist, es ist sicherlich nicht dadurch gekommen, weil ich mich falsch verhalten habe. Das kann ich hier mit vollem Herzen, wie ich hier sitze, sagen, dass ich mich nicht daneben verhalten habe. Okay, Freunde, ihr habt seine Sicht der Sachen gehört. Geisteskrank, was Mäus für ein Tier ist. Ich denke immer wieder, Bro. Insane. Mehr dürfen wir euch leider auch nicht erzählen. Es sind auch
Also, für die, die ein paar Schlüsse oder Zusammenhänge nicht so flüssig sind, das sind Sachen, die wir einfach nicht erzählen dürfen, weil das vielleicht komisch dargestellt wird, gegen ihn verwendet wird, dies, das, jenes. Maestro ist jetzt kein Schläger oder sonst was und er ist auch niemand, der Stress sucht. Er ist auch der liebste Mensch von uns. Nur Gott weiß, was ich gemacht hätte, wenn ich da gewesen wäre. Glaube ich auch, ja Mann. Wir sind halt irgendwo alles Menschen und es ist mir egal, ob du jetzt eine Krankenschwesterkleidung trägst oder eine Polizistenkleidung trägst. Wenn du ein Mensch bist, dann verhalte ich wie ein Mensch. Und leider sind nicht alle Ordnungs- oder Beamtenleute so, wie sie sein sollten. Natürlich gibt es gute Polizisten, aber es gibt genauso auch schlechte Polizisten. Und wenn wir in einer Zeit leben, in der sich Gesellschaften spalten, besonders jetzt, wenn man jetzt nach Amerika rüberschaut, ich habe Bekannte in Amerika, und die sagen, ich sage euch ehrlich, die sagen, das sind jetzt keine Schwänze, das sind stabile russische Bratans, die dort sind und die auch in Untergrundmilieu und sonst tätig sind und die sagen ehrlich, so Bruder, wir wissen nicht, wie wir rausgehen sollen. Die ganzen Platz und je, egal welche Gang und sonst was und Polizist, es ist einfach wie Krieg. Und wenn schon solche Zustände herrschen und Polizei so reingeschissen hat, dann sollten wir vielleicht auch hier aufpassen, nicht so krass reinzuscheißen, weil eine Waffe kaufen kann jeder. Und wenn ein Mensch in seinem Kopf diesen Schalter umschaltet zwischen, okay, das ist das Gesetz, dem ich mich unterwerfen soll, bis, okay, dieses Gesetz könnte mir mein Leben kosten, dann ist der Schalter ganz schnell umgelegt. Und wenn das passiert und wenn auch sowas viral geht, wie bei dem Fall von George Floyd, passiert das, was eben passiert. Weil letztendlich, was wirklich richtig und wirklich falsch ist, kann uns niemand am Ende des Tages erzählen, außer Gott. So, wenn ihr an Gott glaubt. Wenn nicht, ja, dann nicht. Und das Ding ist halt, wir haben dieses Video nur gemacht, damit ihr auf euch aufpasst. So, passt einfach auf euch auf. Er konnte in dem Fall so sehr schwer dem Polizisten ausweichen. Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, und das ist auch eine krasse Geschichte, Mann, dass kleinen Kindern, sehr, sehr vielen Leuten, Freunden von mir, Türken, Marokkanern, Arabern, Libanesen, Afrikanern unter anderem halt auch, von den Eltern immer wieder eingetrichtert wird, sei überhöflich zur Polizei, sei sehr, sehr, sehr zuvorkommend, sei immer, immer lieb, sei immer, immer brav, sei immer jemand, der super, super, super höflich ist und sehr, sehr, sehr viel Respekt vor der Polizei hat. Und das finde ich schon krass, dass die Eltern sowas beibringen. Na klar, haben meine Eltern mir gesagt, Polizei ist ein respektables Organ unseres Staates und du musst diesen Polizisten Respekt gegenüberbringen. Aber die haben mir nie gesagt, du musst dich zurückhaltend verhalten. Also wisst ihr, was ich meine? Also, dass die Eltern ihren Kindern quasi schon sagen müssen, weil sie Angst haben, dass ihren Kindern aufgrund eventueller Herkünfte etwas passieren könnte. Verhalte dich gegenüber der Polizei so. Sei bitte so und so und so. Einfach aus reinem Selbstschutz, aus Angst um die Kinder. Boah, da wird mir schwindelig, weißt du, was ich meine? Und das ist halt schon crazy. Und nochmal, ich habe das selber sehr, sehr oft mitbekommen. Ich will jetzt hier auch nicht wieder den Rassismustopf aufmachen. Das mag jetzt auch hier, im besten Falle hat das damit nichts zu tun jetzt hier gerade. Aber ich weiß halt selber, wie es ist, wenn ich mit einem AMG rumfahre und wie es ist, wenn ein Kollege von mir mit einem AMG rumfährt, der halt nicht Deutscher ist. Ich weiß, wie das ist. Und ich weiß, wie das ist, wenn die Polizei dann anhält. Ich habe heute noch gesehen, ich bin zum Friseur gefahren morgens und ich bin mit Sport Plus Modus also ich war nicht zu schnell, so ich war, weiß ich nicht, 55 bei 50 bin ich an der Polizei vorbeigefahren und die haben gerade einen Belgier rausgezogen. Einen Belgier, der auf jeden Fall arabischen Ursprungs war, von der Ethnie her. Und die haben dem Handschellen angelegt und der stand da im Auto und ich stand da in der Ampel und bin rangefahren und der hat mich angeguckt, Digga, und das war, ich, keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Vielleicht hat der auch fett Scheiße gebaut, so kann ja sein, ne?
Aber das war für mich wieder so ein Ding, ich habe mich direkt wieder in so Situationen zurückversetzt gefühlt, wo ein Kollege mich gefragt hat, hey, darf ich mal deine Karre fahren? Ich habe gesagt, yo, safe. Und der fährt ganz normal, Polizei hält den an und fragt, von wem ist das Auto? Nochmal, mag jetzt hier vielleicht gar nichts mit dem Video zu tun haben, aber da haben wir letztens schon drüber gesprochen, Polizeigewalt und latenter Rassismus der Gesellschaft ist auf jeden Fall immer noch ein großes Problem, was auch wir hier haben, vor dem wir uns leider immer noch zu sehr verschließen. Das ist leider so.